guess that we are a real live band. We are six people when we play. We just wanted to make it real. We wanted to play real music, to be on the road with our friends and have a good time. Just do what you feel like, you know. Who cares what other people might think? Or else you will just lock yourself in, you know. You'd be so sad if you thought something and it was not the way it was, just because you were afraid. You need to just grab what's there, and you cannot please everyone, but just please yourself, and then you're saved. And you're safe. Also ich bin wegen Asteroids Galaxy Tour hierher gekommen und ich habe es super gut gefunden. Ich finde, die Band selber geht so krass auf das Publikum ein und macht einfach nur Stimmung. Also mir hat es voll gut gefallen. Modeselektor waren der Hammer, ist richtig abgegangen. So, ich war hauptsächlich halt eher wegen Modeselektor und die haben mir sehr gut gefallen. Geile Beats. Es ging so richtig, yeah! War echt geil, also ich muss sagen, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, aber ich glaube, die Kombination war perfekt. Anders, besser kann man es nicht machen. Was willst du sagen, in Wien, da geht die Hölle ab, das ist super. Und Electronic Beats, macht so weiter, macht solche Veranstaltungen, ihr seid spitze. Tja, wie immer, Modeselektor mal wieder hier. Heute mit Electronic Beats in Prag. Mit unseren wunderbaren Kollegen von der The Asteroids Galaxy Tour aus Dänemark. Cash.
momentan ist das der drittletzte Gig diesen Jahres und danach nehmen wir uns einfach eine Auszeit für 4-5 Monate, um abzunehmen in erster Linie. Also wir haben so einen Diätplan von unserem Hausarzt Dr. Motte aufgestellt bekommen. Danach dürfte eigentlich das neue Modeselektor-Album fertig sein. Very good. It was a very good atmosphere. We love this night, so yeah. Amazing. It's really good. I know Astro Galaxy for like a year since the Apple iPod commercial. They are really good. They sounded like they do on MP3 even better. It was great, and I enjoyed Modeselektor as well. It was great. Hello. Hallo, pass auf, also, kommt eine Frau zum Arzt, sagt der Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust, sagt der Arzt, Mensch, wer macht denn sowas?